Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer speziellen Hasbro-Figuren-Review. Heute zeige ich euch aus dem Film Jurassic World den Indominus Rex mit Soundeffekten. Und ja, ich wollte ihn erst gar nicht haben, aber ich habe ihn mir jetzt doch zugelegt. Ist ein kleiner, doofer Zufall gewesen, aber da ist er nun. Und ich würde sagen, wir schauen ihn uns mal gemeinsam an, denn er ist gar nicht so schlecht, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Die Verpackung selbst, damit starten wir mal zu Anfang, ist eine sehr offene Verpackung. Ihr könnt das sehen, der Indominus Rex ist vorne schon drauf zu sehen, also ihr könnt ihn auch schon anfassen und betatschen, das finde ich schon mal sehr cool. Da habt ihr schon einen schönen Ersteindruck. Hier rechts oben sehen wir ein cooles Bild von dem Tyrannosaurus Rex aus Jurassic World. Und hier könnt ihr dann schon mal sehen, was für Sachen schon am Start sind. Ne? Lights and Sounds, und ja, mit Licht- und Soundeffekten ist der Indominus Rex bestückt. Das Ganze natürlich von Hasbro. Hier links unten sehen wir Indominus Rex, und hier ist nochmal ein Bild von der Figur selbst, die ihr jetzt schon hier in der Verpackung seht. Diese Figur braucht zwei 1,5 AA Batterien, die sind in dieser Verpackung nicht enthalten. Also solltet ihr euch den Indominus Rex zulegen wollen, achtet darauf, dass ihr euch da noch Batterien schnappt. Gehen wir mal auf die Rückseite, denn auch da sehen wir nochmal cool die Figur. Ihr seht hier schon, er kann richtig cool beschreien und brüllen. Und er kann auf dem Rücken leuchten, was ich ganz cool finde. Hier oben steht jetzt Indominus Rex. Seine Fähigkeiten sind unbekannt, doch eines steht fest. Dr. Wus neuestes Experiment ist der ultimative Jäger. Mit einer massiven Beißattacke und einer unglaublichen Geschwindigkeit ist er sowohl für Menschen als auch für Saurier eine Bedrohung. Hier ist der größte, gefährlichste Dinosaurier aus Jurassic World. Indominus Rex. Ja, er war im Film auch wirklich absolut genial. Ich habe das Viech echt geliebt. Hier seht ihr noch, was es noch für andere Dinos aus der Reihe gibt. Da ist zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex, den ich persönlich jetzt nicht so toll finde, da ich ja noch meinen von Kenner habe, den Big Red One, und der ist um einiges besser. Dann haben wir hier noch den Velociraptor Blue, falls ihr den Film gesehen habt. Ne? Blue, der coole Dino hier, der Raptor, cool am Start. Und Pteranodon vs. Helicopter. Also es gibt da schon ein paar nette, coole Sachen. Einige sind allerdings nicht so toll gelungen, wie ich es mir gern gewünscht hätte. Aber der große Indominus Rex, der ist schon gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht weiter drum rum und befreien ihn aus dieser Verpackung, aus dieser großen, massigen Verpackung, und bauen ihn zusammen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie Hasbro es geschafft hat, dieses gigantische Vieh in Figurenform umzusetzen. Aus der Verpackung befreit erwartet euch ein großes, graues Dinosauriermonster, was mir doch sehr zusagt. Er ist etwas minimalistisch, da er auch im Film eher eine Graufärbung hatte. Allerdings hat es sich Hasbro hier bei dem Spielzeug ein bisschen zu einfach gemacht, meiner Ansicht nach. Er ist ja mit zu wenig Farbapplikation dahergekommen. Finde ich ein bisschen schade, denn das Sculpting selbst von dem Indominus Rex, das sagt mir doch sehr zu. Ich finde das cool. Und ja, ich denke mal, er wird ja einen schönen Platz in meiner Sammlung haben. Fangen wir mal an. Ganz zu Anfang müsst ihr den Indominus Rex ein wenig zusammenbauen, denn sein Schwanz kommt separat in der Verpackung. Wenn ihr den Schwanz jetzt aus der Verpackung nehmt, müsst ihr ihn einfach hier nur reinstecken. Denkt aber bitte dran, den Fehler habe ich gemacht. Wenn der Schwanz einmal hier reingesteckt wurde, bleibt er fest. Ihr werdet ihn nie wieder hier rauskriegen. Hat so eine Dübelfunktion halt, ne? Also der sitzt dann auch wirklich bombenfest. Da kann nichts weiter passieren. Der bleibt auf ewig fest. Ne? Dann, was kann ich euch zeigen, ist, der Indominus Rex besteht aus verschiedenen Kunststoffmaterialien. Als erstes mal der gesamte Körper hier ist komplett Hartkunststoff. Ne? Ihr hört das. Er hat hier noch so eine kleine Platte oben drauf, die fällt leider ein bisschen sehr auf. Da kommt dann halt dieses Lichtfeature zum Vorschein. Der Kopf ist aus Gummi, was ich cool finde. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen T-Rex, meinen alten Big Red One. Ihr seht das hier, ne? Er ist komplett aus Gummi. Ein sehr weiches Gummi. Ne? Also für die Kids da draußen, die so scharf auf diesen Indominus sind, damit könnt ihr gut abspielen. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Vielleicht ein Tucken zu gummihaft, ihr seht das gerade hier oben, ne? Aber ich finde, trotz alledem ist es gar nicht schlecht. Auch die Zähne natürlich, ne? Da kann nichts weiter passieren, wenn ihr mit dem spielt. Nur der restliche Körper ist halt sehr hart. Er ist übersät mit einer Menge Stacheln, einer Menge Spikes, so wie es halt auch im Film ist. Allerdings sind auch hier natürlich aus Schutzgründen alle Stacheln so ein bisschen abgerundet. Also da kann nichts Großartiges passieren. Ne? Das ist ansonsten völlig okay. Ja, das Sculpting selbst, wie gesagt, ist toll. Ihr seht überall Falten, ihr seht überall Schuppen. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auch hier unten an den Armen diese Spikes, die er im Film hatte.
Die sind hier angedeutet, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und für die Größe, muss ich sagen, ist er wirklich toll geworden. Er hat eine ungefähre Größe von oder eine Länge von 51 cm. Und da könnt ihr euch vorstellen, er ist schon ein großes Viech. Und er sieht wirklich sehr beeindruckend aus, auch gerade so von vorne. Wirklich sehr, sehr toll. Dadurch, dass der Körper jetzt einen eher minimalistischen Paintjob hat, gefallen mir da hingegen. Aber die Augen gut, die Augen, ne? Ihr seht das hier, die sind ja in so einem Dunkelrotton gehalten, haben hier noch so eine coole Farbapplikation in Orange und ihr könnt natürlich auch so ein bisschen noch seine Pupille mit und alles sehen. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Also das ist eins dieser tollen Highlights. Die Augen haben sie gut gemacht. Im Mund selbst, ich versuche ihn jetzt mal zu öffnen, da, ne? So angedeutet ist da eine Zunge am Start und auch so ein bisschen der Innenmund selbst ist alles so angemalt in so einem ja, dunkel-lila Ton, so ein Alt-Rosé halt. Ne? Das sieht auch ganz gut aus, da kann ich nicht meckern. Ist ganz ordentlich auf jeden Fall. Für so eine Figur sieht das schon nicht schlecht aus. Ja, ansonsten, ihr seht das, ne? Hat der E-Rex, ich nenne ihn jetzt den E-Rex, noch das bekannte Jurassic Park Zeichen, allerdings jetzt dieses Mal Jurassic World. Das ist so ein kleiner Nod, so ein kleiner Touch an die Vintage Line von Kenner. Da war auf jedem Dino das JP drauf. Hier ist nun das JW drauf für Jurassic World. Das ist hier auf dem linken Bein drauf, ist ja in einem dunkelgrau gehalten. Man kann es allerdings kaum erkennen, wenn er jetzt so ein bisschen ja, in der Entfernung steht. Aber ich finde das cool, das ist eine nette Idee. Ja, schauen wir uns mal hier die Oberseite an. Ich finde diese ganzen Stacheln und Spikes, das hat Hasbro doch gut gemacht. Mir gefällt er ehrlich. Er kann nicht mithalten mit den Kennerfiguren von damals, ganz ehrlich. Aber für die heutige Zeit, ja, schon nicht schlecht. Ihr seht das, ne? Auch hier so der Schwanz, den zeige ich euch auch mal. Der Schwanz ist leider nicht beweglich, das finde ich ein bisschen schade. Aber so vom Sculpting her muss ich sagen, ist der sehr gut. Jetzt ein Negativpunkt, den ich einfach nicht verstehe. Welchen auch Hasbro irgendwie komischerweise hier umgesetzt hat. Wie kann man in der heutigen Zeit noch offene Schrauben zeigen? Ne, ganz ehrlich, gehen wir mal auf die andere Seite, weil das ist hier sozusagen seine Schokoladenseite. Auf der Seite sieht das leider ganz ein bisschen bescheidener aus. Überall sind Schraubenlöcher zu sehen. Ne? Leider hier überall. Es sind insgesamt, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5 Schraubenlöcher, die offen zu sehen sind. Und ich finde, das ist ein bisschen unschön. Das zerstört diese coole Optik des Indominus Rex. Und ja, nun gut, wir können es nicht ändern, aber das hätte man auch definitiv anders lösen können, wenn es schon damals in den 90ern möglich war, keine Schrauben zu zeigen. Tja, wieso machen die das heute? Was auch ein wenig unschön ist, ist auf der Unterseite. Ja, ihr seht hier sozusagen den Lautsprecher, ne, wo das Sound-Feature dann drin steckt. Das ist hier. Okay, das hätte man anders verstecken können. Die Klappe für die Batterien ist dann direkt hier unten. Ja, das war bei meinem alten T-Rex auch nicht unbedingt besser gelöst. Das sah da sogar noch unschöner aus, weil hier ist es einigermaßen eben alles drin. Wenn ihr die Batterien austauscht, da braucht ihr einen sehr, sehr, sehr kleinen, feinen Schlitzschraubenzieher und seid da vorsichtig, weil das ist eine Schraube, die da drin ist. Die kann ganz schnell mal ausnudeln und dann könnt ihr den Indominus Rex wahrscheinlich nicht mehr zuschrauben. Also seid da vorsichtig. Ja, ansonsten, ihr seht noch, wie unter dem Fuß ist das CE-Zeichen und natürlich ja, die ganze Beschreibung, ne? Hier steht sogar 2014 Hasbro. Ja, ansonsten, ihr seht das, ne? Sieht ja wirklich sehr cool aus. Ich mache lieber seine Schokoladenseite, die ist cooler. Die Schokoladenseite. Ja, der Farbton, nochmal darauf zurückzukommen, er hat so ein bisschen Dry Brush am Start, so ein bisschen Weathering ist hier am Start, leider viel zu wenig meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt einigermaßen gut erkennen könnt, aber er ist komplett in Grau gehalten, hat hier aber so ein Hauch von dunkleren Tönen dran. Das könnt ihr jetzt gerade gut auf den Spikes erkennen. Na, ihr seht das, da wurde einmal rübergegangen, auch hier so an den Beinen. Das hätte ruhig ein Tucken dunkler sein können, meiner Ansicht nach. Dann hätte es besser aufgefallen. Jetzt so mit dieser Beleuchtung sieht er natürlich absolut fett aus. Da sage ich nichts. Ne? Das sieht wirklich sehr geil aus. Ein absolut cooles Viech. Ja, ansonsten gibt es noch so einen Nitpick, den ich euch zeigen kann. Und zwar ist es das Gewicht des Indominus Rex. Er steht zwar relativ gut, meiner hat allerdings das Problem, dass seine Beine so ein bisschen nicht wirklich gerade sind. Vielleicht kriege ich das so in die Kamera, ihr seht das. Das Bein hier zum Beispiel geht ein bisschen zu sehr nach innen und dadurch steht er schon mal generell nicht gut. Aber wenn er steht, komm mal her, E-Rex ungefähr so, ne? So, wenn er so steht, dann geht das. Aber das Gewicht, das habe ich gemerkt, ab einem bestimmten Punkt drückt das Gewicht von diesem Innenleben den E-Rex nach vorne. Er fällt so ganz langsam in aller Ruhe. Mal sehen, ob ich es jetzt reinkriege.
Nee, Vorführeffekt. Auf jeden Fall habe ich das ganz oft gehabt, als ich ihn ausgepackt habe und so ein bisschen mir angeguckt habe. Ich habe ihn dann halt auf den Tisch gelegt und dann ist er so langsam nach vorne gekippt. Aber so momentan hält er. Ne? Also das ist so ungefähr die Position, wo ihr den Indominus Rex halten könnt. Kommen wir mal zur Beweglichkeit. Die Beweglichkeit bei dem Indominus Rex ist leider fast gar nicht vorhanden. Also wir haben eine Beweglichkeit in den Beinen, das habe ich euch wahrscheinlich jetzt gerade schon mal gezeigt, dadurch, dass ich ihn hingestellt habe. Ihr könnt die Beine nur so bewegen. Ja, also das ist eher eine Figur zum Stehen. Bekannte Probleme bei den Indominus Rex sind halt in den Beinen, dass sich irgendwann die Gelenke hier drin so ein bisschen ausleiern, also seid da ein bisschen vorsichtig. Ihr könnt die Beine einigermaßen bewegen. Ihr seht das hier, das geht. Mehr Beweglichkeit ist aber auch nicht drin. Ich habe erst gedacht, wir haben hier noch eine Beweglichkeit, aber hier wurde er einfach nur zusammengebaut. Also seht ihr sozusagen hier diese unschöne Stelle, aber gut, damit kann ich noch leben. Wenn er jetzt so im Regal steht oder wo ihr ihn euch jetzt hinpackt, ist er schon eine coole Erscheinung. Andere Bewegungspunkte gibt es sozusagen dann beim Indominus Rex nicht mehr. Der Schwanz ist nicht beweglich, weil er ja nun fest ist. Und der Kopf, ja, der Kopf hat schon irgendwie eine Art Beweglichkeit, ne? Aber ich würde ihn jetzt nicht hin und her biegen, weil hier drin halt dieses Feature ist, dass sich der Kopf öffnet. Na, ihr seht das schon hier, ne? Das werde ich euch gleich noch genauer zeigen. Also ansonsten, ne, ist da nicht wirklich Beweglichkeit drin. Die Arme zeigen uns ein wenig Beweglichkeit. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt diesen Arm runterdrücke, dass sich der Kopf öffnet, das Maul. Ne? Und das ist sozusagen das Action-Feature. Das zeige ich euch jetzt mal. Und denn wenn ihr jetzt den Arm runterdrückt, dann kommen Soundeffekte. Die coolen Soundeffekte aus Jurassic World vom Indominus Rex. Das finde ich wiederum ganz cool gemacht an dem, weil mein alter T-Rex hatte nicht den Original T-Rex Sound. Der Indominus Rex hat den richtigen Indominus Sound. Ich mache es mal kurz für euch. Ich drücke mal den Arm runter. Das ist allerdings sehr schwer. Passt auf, wenn ihr den Arm runterdrückt, da müsst ihr schon ein bisschen Gewalt anwenden. Ne? Also für kleinere unter euch, passt auf wirklich. Also pass auf. Ein cooler Sound, der Indominus Rex Sound hat. Und nochmal, das sieht auch cool aus mit dem Maul. Ne? Sehr genial. Was ihr jetzt nicht unbedingt gut sehen könnt, ist, dadurch, dass es sehr hell ist, ist, dass hier sein Rückenpart beleuchtet ist. Er leuchtet einmal in so einem Gelb-Orange-Ton und halb gerade jetzt leuchtet er in einem Rotton. Könnt ihr gerade noch so erkennen. Das, finde ich, haben sie ein bisschen schwach gemacht. Dazu müsst ihr so ein bisschen das Licht ausmachen. Oder ja, wenn das Licht voll drauf scheint auf den E-Rex, dann könnt ihr das gar nicht erkennen. Ich gucke mal, ob ich es jetzt reinkriege. Ich gehe mal nah ran. Einmal jetzt mit voller Beleuchtung. Na, ihr könnt es gerade erkennen, ne? So ein bisschen Rot schimmert jetzt durch. Aber wenn ich das Ganze jetzt mal mit einer anderen Beleuchtung mache, dann sieht das Ganze wenigstens noch cool aus. So, jetzt habe ich mal eine meiner Beleuchtungen ausgestellt. Jetzt dürftet ihr das Ganze ein bisschen besser sehen. Schaut her. Da. Orange Beleuchtung. Ne? Und dann in Rot. Dieses Rot sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Das hat was auf jeden Fall. Schade, wie gesagt, ne, dass es wirklich sehr minimal zu sehen ist. Mit etwas niedriger Beleuchtung kommt das sehr gut rüber. Das hätte sehr stark sein können, meiner Ansicht nach. Naja, okay. Ne? Wenn jetzt wieder Licht drauf ist, seht ihr das Rot schon so gut wie gar nicht mehr. Aber so wirklich sehr cool. Ne? Und schwenkt er um in Rot? Nein, diesmal nicht. Das ist mein Lieblingston, dieser. Ja, das ist das sozusagen das Sound- und Lichtfeature des Indominus Rex. Mehr ist es allerdings auch nicht. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch von dem Indominus Rex zeigen kann. Ich versuche nochmal gerade ins Auge rein zu zoomen, wenn ich jetzt schon so nah drin bin. Er sieht wirklich sehr cool aus, ganz ehrlich. Es ist eine coole Figur. Man hätte es natürlich um einige Sachen besser machen können. Aber ja, er hat so ein bisschen was von den alten Kenner-Toys auf jeden Fall. Es sieht auch aus. Ja. Er ist cool, auf jeden Fall. Er hat natürlich so ein paar kleine Flaws. Ne? Die Schraubenlöcher gefallen mir nicht so. Die eingeschränkte Beweglichkeit. Naja, dadurch, dass die Beine jetzt auch dieses Problem haben, dass er irgendwann sozusagen so ein bisschen ausleiert. Das ist so ein kleines Problem. Für mich mit das größte Problem, finde ich, aber ist halt der Paintjob so ein bisschen, er ist zu grau,
man hätte so ein bisschen dieses Weathering noch ein bisschen cooler, dunkler machen können. Dann hätte er wirklich noch um einiges besser ausgesehen. Ihr seht das, hier ist so ein bisschen was, ne? Hier geht was rüber. Hätte besser sein können auf jeden Fall. Und was viele sagen, ist, dass er eventuell ein wenig zu kurzen Schwanz hat, was ich jetzt aber so nicht unbedingt sagen kann. Also ich finde, die Proportionen, die passen. Der Kopf wirkt generell sehr groß. Er sieht einfach cool aus, ganz ehrlich. Also ich bin ein Fan von diesem Indominus Rex. Da hat Hasbro was ganz Gutes gemacht auf jeden Fall. Für den Preis von, was habe ich bezahlt, 32 Euro ungefähr, kann man da ruhig zuschlagen. Und ich denke mal, jetzt, wo der Film auch schon lange aus dem Kino draußen ist, würde ich sagen, guckt mal einfach bei eurem Spielzeughändler. Vielleicht findet ihr ihn noch für einen günstigen Preis. Und dafür würde ich sagen, schnappt ihn euch. Ich finde, er sieht cool aus. Er macht was im Regal. Ich habe schon meinen Marvel Legends Spider-Man auf ihn reiten lassen. Sehr cooles Bild auf jeden Fall. Könnt ihr mal bei Instagram reingucken. Da habe ich euch das gepostet. Und ja, das war's. Ne? Das war meine Review zu Hasbros Jurassic World Indominus Rex. Mit Licht- und Soundeffekten ein 51 cm langes Viech, was jedem Dino-Fan auf jeden Fall zusagen sollte, auch Fans natürlich des Films. Auf jeden Fall ein böses Teil. Ja Leute, ich würde sagen, das war's. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn er euch gefallen hat, der gute E-Rex, dann schreibt mir doch gerne mal einen Kommi unten in die, in die Kommentarfunktion und sagt mir mal, was ihr von ihm haltet. Ist er gut? Ist er schlecht? Ist er das Geld wert? Eure Meinung ist mir natürlich wichtig. Das sieht komisch aus. Yeah. Also Leute, das war's. Macht's gut. Bis denne dann und reingehauen. Der Indominus Rex. Ja, ich bin natürlich ein bisschen sehr spät dran mit der Review, aber was soll's. Ich habe ihn mir in die Sammlung geholt. Sogar mein kleiner Neffe hat ihn zum Geburtstag gekriegt, was ich sehr cool finde. Jetzt läuft er mit seinem kleinen Indominus Rex durch sein Spielzimmer. Und der Onki hat dann natürlich auch immer einen dabei. Wenn er jetzt hier mal zu Besuch kommt, dann hat er auch hier seinen Indominus Rex. Und ich finde, er ist trotz alledem gar nicht so schlecht geworden. Ihr könnt ihm eine Chance geben. Ne? Schaut ihn euch einfach mal an. Ja, ansonsten, Leute, möchte ich euch gerne auf die rechte Seite verweisen. Denn da ist nochmal das geniale Retro-Video von meinem Big Red One Tyrannosaurus Rex von Kenner Parker von 1992 oder 93. Diese Figur sieht nach wie vor super gut aus. Kommt der E-Rex leider nicht ganz gegen an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber schaut einfach mal rein. Vielleicht kennt ihr ihn ja sogar noch oder ihr habt Interesse an dieser Figur. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Review zu drehen. Tja, der E-Rex und ich sagen jetzt Feierabend. Wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute, und haut rein.